Ja, es geht jetzt darum, das Integral Wurzel aus 1 minus x durch, oder x minus 1 durch x plus 1 zu rechnen. Dazu versuchen wir, die komplette Wurzel zu substituieren. Das wird auch funktionieren. Wir bekommen dann eine gebrochen rationale Funktion am Ende raus. Allerdings weiß ich nicht, ob das Ergebnis schön ist. Wenn das Ergebnis nicht schön ist, dann schmeißen wir die Aufgabe weg, machen was Neues. Wenn ich die Wurzel zu g substituiere, kann ich das Ganze quadrieren. Vorsicht, quadrieren ist keine Äquivalenzumformung, muss man sich vielleicht noch Gedanken machen, vielleicht mal die Probe machen am Ende oder sowas. Und dann multipliziere ich das mit x plus 1 durch und erhalte das. Was ist das Ziel von dem hier? Unser Ziel ist das hier, Ist gleich irgendwas. ja, nach x aufzulösen. Völlig richtig. Also, das heißt, da kann ich dann sagen, dass x, das ist ja x minus 1, und dann habe ich hier x minus x mal g, ich kann ja g hier rüberholen, dann ist das ein g Quadrat, ist das gleiche wie, ich sehe schon wieder das g Quadrat plus 1, ich sehe schon, das wird wohl wieder nicht funktionieren, oder nicht schön funktionieren. Ja, das heißt, da kriege ich dann hier, kriege ich hier raus ein g Quadrat plus 1, das und das kann ich jetzt versuchen nach x aufzulösen. Also x ausklammern durch 1 minus g Quadrat dividieren und ich erhalte x ist gleich g Quadrat plus, vielleicht schreibe ich es andersrum, 1 plus g Quadrat, das hat nur optische Gründe, durch 1 minus g Quadrat. Aber doch, da habe ich den g² im Nenner, vielleicht funktioniert das. So, und jetzt kann ich quasi, wenn ich das nach x aufgelöst habe, auch innen substituieren. Ja, das heißt, dazu brauche ich dann zunächst mal die Ableitung. Ja, also x'. Sie sehen, das ist ja x, ist jetzt eine Funktion von g. Ich kann jetzt das x nach g ableiten. Und das funktioniert, also das kann man entweder mit Polynomdivision, aber werde ich das jetzt so rechnen oder nicht? Na gut, ich werde es jetzt mit Quotientenregel machen. Die gefällt mir zwar nicht, aber egal. So, x' ist u', das ist 2g mal v minus u, das ist 1 plus g Quadrat mal v'. Die Ableitung von dem hier ist minus 2g. Ja, das ist die Ableitung vom Nenner durch den Nenner zum Quadrat. Nicht schön, aber selten. So, und jetzt kann ich das hier schreiben. Das ist faktisch eine innere Substitution, was die Formel angeht, nicht aber was die Tat angeht. Ja, das Tun ist eine äußere Substitution. Das baue ich so lange um, bis die äußere Substitution eine innere geworden ist. Das ist das hier. Und dann rechne ich mit der inneren Substitution weiter. Also ist das hier, die Wurzel ist ja g. Ja? Also ist das g mal. So, und jetzt müsste sich hier im Zähler, so Gott will, ein bisschen was wegheben. Also das 2g minus dieses mal dem und dieses mal dem mit dem Minuszeichen müsste sich rausheben. Und es bleibt hier übrig im Zähler ein 2g. Das ist das mal dem. Und dann minus minus das, also plus 2g. Also müsste im Zähler ein 4g übrig bleiben. Und im Nenner bleibt übrig ein 1 minus g Quadrat zum Quadrat. Und das ist ein dg. Also das heißt, das hier, das was hier steht, ist das x'. Ja, x' mal dg gibt das dx. Also das ist das gleiche wie das hier. Ja, und das müssten wir eigentlich integrieren können. Müsste eigentlich. Wie integrieren wir das? Jetzt machen wir eine Partialbruchzerlegung. Wie setzen wir die Partialbruchzerlegung an? g². Und den Nenner, den schreibe ich ein bisschen um. Ja, also wie gesagt, das ist wie gesagt ein klein wenig anders jetzt, als Sie das hier sehen, nur damit wir besser die Nullstellen ablesen können.
Ja, das 1 minus g Quadrat ist 1 minus g mal 1 plus g. Durch das zum Quadrat kann ich aber auch das Ganze umdrehen und habe dann hier ein g minus 1 mal g plus 1. Ich berichte das einfach. Also das ist ein g plus 1 zum Quadrat mal g minus 1 zum Quadrat. Den hier müssen wir Partialbruch zerlegen. Das ist exakt das gleiche wie das. Und wenn ich das Partialbuch zerlege, wie sieht die Partialbuchzerlegung aus? Sehr gut, sehr gut. Ich schreibe das jetzt mal hin, wobei ich es ein bisschen falsch hingeschrieben habe. Es ist noch ein kleiner Fehler drin. Welchen Fehler habe ich gemacht? Hier steht vom Bild. Ja, die Nenner, also sorry, die Nenner muss man quadrieren. Also so sieht die zugehörige Partialbuchzerlegung aus. So, und dann muss ich A, B, C und D rausfinden und dann kann ich das Ganze integrieren. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das raus, A, B, C und D? Und da müssen wir halt verschiedene Methoden, müssen nicht, aber wir wollen verschiedene Methoden kombinieren. Wenn Sie das hier auflösen, erhalten Sie sonst vier Gleichungen mit vier Unbekannten. Und das wollen Sie nicht rechnen. Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten tut es dann auch. Und deswegen, ich werde es zunächst mal durchmultiplizieren, genau dann, wenn. Wobei wir wissen, das ist kein sauberes genau dann, wenn, ist aber egal. Ich multipliziere alles mit diesem Nenner durch und ich erhalte 4g Quadrat ist das gleiche wie a mal g plus 1 mal g minus 1 zum Quadrat. Ja, das heißt, da habe ich mit dem durchmultipliziert plus b mal g minus 1 zum Quadrat plus c mal, da kommt dann wieder so ein g minus 1 mal g plus 1 zum Quadrat plus d mal g plus 1 zum Quadrat. Uff! So, also das heißt, das hier, das ist, mit dem müssten wir theoretisch Koeffizientenvergleich machen. Keine Panik, wir werden es gar nicht erst anfangen. Sondern wir werden jetzt für g spezielle Werte einsetzen. Welchen speziellen Wert setzen wir intelligenterweise ein? Ja, setzen wir erstmal g gleich 1 ein, dann erhalte ich 4 ist gleich, dann steht hier a mal 1 plus 1, der gibt 0, ja? Also das heißt, das ist a mal 0, also a mal 2 mal 0 zum Quadrat eigentlich. Ja? Also kann ich den hier weglassen. So, dann g gleich 1, der b, der fällt auch weg, weil da steht ja genau, die 1 ist weg. Die c, auch die ist weg, ja? Sehen Sie, da ist nämlich wieder so ein Faktor, nur das d, das bleibt. Und dann steht hier 4 ist gleich d mal 1 plus 1 zum Quadrat. Also folgt daraus, dass d gleich 1 ist. So, das war jetzt das erste, das ist jetzt schön. Jetzt nächster Wert, den ich einsetze. Minus 1. Ja, völlig richtig. Also das heißt jetzt, hier ist Ende Gelände. Jetzt setze ich ein g gleich minus 1. Dann habe ich hier wieder die 4 stehen, weil minus 1 zum Quadrat ist trotzdem 1. Dann fällt uns der weg, der aber nicht. Minus minus 1, das gibt minus 2. Also da schreibe ich minus 1 zum Quadrat mal b. Der Rest fällt wieder alles weg. Minus minus 1 zum Quadrat ist aber wieder plus 4. Daraus folgt, ich habe b ebenfalls gleich 1. Also habe ich jetzt d gleich 1 und b gleich 1 rausgekriegt. So, das waren jetzt die einfachen Koeffizienten. Jetzt kommen die schwierigeren. Was setzen wir denn noch ein? Was ist auch immer gut zum Einsetzen? Gleich 0. Sehr gut. Ja, das heißt, da setzen wir die 0 ein und dann erhalten wir, also vielleicht, ich schreibe mal die Werte, die wir wissen, die schreibe ich jetzt in die Gleichung schon mal rein. Also b gleich 1 heißt, hier steht quasi eine 1, kann ich das hier weglassen. D gleich 1, hier steht quasi eine 1, kann ich also weglassen. Also den Vorfaktor meine ich natürlich. So, jetzt setze ich g gleich 0 ein, dann erhalte ich 0 ist gleich a
Und dann steht hier a mal 1 mal minus 1 im Quadrat, also a mal 1. Und dann steht hier setzen Sie die 0 ein, haben Sie minus 1 zum Quadrat, also 1, 1 mal 1 ist 1a, also 1a plus 1, das habe ich von hier. Und dann setze ich hier die 0 ein und da bekomme ich hier das Minuszeichen, hier das Pluszeichen, also habe ich hier minus c. Und dann setze ich hier die 0 ein, bekomme ich nochmal ein plus 1. Also habe ich jetzt hier die Gleichung a, das ist das, minus c, ich hoffe, ich habe es richtig. Also passen Sie bitte auf, dass ich mich ja nicht verrechne, gleich minus 2. So, das war jetzt die erste Gleichung. Und jetzt müssen wir den sauren Apfel beißen und irgendwas einsetzen, was nicht schön ist, oder schön schon, aber was im Endeffekt keine tollen Ergebnisse liefert, zum Beispiel dfg gleich 2. Sie können aber auch minus 2 einsetzen, Sie können auch 10 einsetzen, aber es wird dann immer schlimmer, je größer Sie werden. 2 zum Quadrat ist 4 mal 4, 16. Dann haben wir hier das 2 plus 1 ist 3, also 16 gleich 3a. Das hier b ist ja weg, da schreibe ich dann 2 minus 1. Also 1 zum Quadrat, also steht hier wieder 1 plus 1, so wie bei der 0 vorhin auch. Dann komme ich nach hier, ich setze die 2 ein, bitte wieder kontrollieren, dass ich mich ja nicht verrechne. Dann habe ich hier das Minus, doch ich habe ein Minuszeichen, minus c mal 2 plus 1 ist 3, zum Quadrat ist glaube ich 9. Also minus 9c. Vorhin hatte ich ein Minus C. Und jetzt, wenn ich jetzt die 2 einsetze, kriege ich 3 zum Quadrat ist 9, also hier ein Plus. Plus. Habe ich falsch? Wo? Ja. 3 minus 1 plus 1 mal 9. Bei C. Sie haben, aber ich, wenn hier, Sie haben recht. Sie haben recht, ich danke, dass Sie mir das gesagt haben. Also hier an der Stelle ein Plus, weil wenn ich hier die 2 einsetze, kriege ich Plus. Ja, haben Sie recht. Gut, Dankeschön. Ehrlich, an der Stelle habe ich mich schon gewundert, dass hier bei beiden Zahlen das gleiche Vorzeichen ist. Aber egal, ich habe mir dann da doch verdorben. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, haben Sie toll gemacht. Also habe ich hier 3a plus 9c gleich 16 weniger 9 ist 7, weniger 1 ist 6. Oder... Und wieder mich bitte kontrollieren, oder wenn ich da jetzt durch 3 dividiere, a plus 3c gleich 2. Also habe ich hier a plus 3c gleich 2. So, das ist quasi mein Gleichungssystem hier. Und das rechnen wir kurz aus. Vielleicht multipliziere ich diese Gleichung mit minus 1 durch, dann ist es weniger rechenfehleranfällig. Also ich schreibe hier Minus, hier Plus und hier auch Plus. Und wenn ich das addiere, sehen Sie, da steht 4c gleich 4. Also ist c gleich 1. Also hieraus folgt dann c gleich 1. Und vermutlich wird dann für das a auch noch 1 rauskommen oder etwa nicht. Nein, für das a nicht. Wenn ich hier das dann einsetze, das c gleich 1, habe ich dann c gleich minus 1, schauen Sie mal bitte. Ja, dann habe ich a und a gleich minus 1. Bitte schauen Sie, ob das stimmt. Minus 1 plus 1 ist 2, passt. Minus 1 plus 3 ist 2, passt auch. So, also haben wir hier insgesamt, ich schreibe mir das mal nochmal auf, dass ich es nochmal weiß. Also ich habe b gleich c gleich d gleich 1 und a gleich minus 1. B gleich C gleich D gleich minus A gleich 1. Und übrig ist ja das hier, das heißt, ich muss jetzt das Integral bilden. Integral über A war ja minus 1 durch G plus 1 plus, und der Rest war ja alles 1, 1 durch G plus 1 zum Quadrat plus C war auch 1 durch g minus 1 plus, also das war die 1, sorry, und hier das d war auch 1, 1 durch g minus 1 zum Quadrat
Das Integral dg muss ich berechnen. Hier steht im Geiste eine Klammer drum. Und wir merken uns auch noch, das steht auf der Rückseite der Tafel, dass das g vom Anfang der Aufgabe 1 minus x durch 1 plus x war. So, und jetzt, den Schwamm rausholen. Und jetzt können wir das Integral rechnen. Das ist sogar Abiturniveau, also relativ low level. Also das Integral müssen Sie können. Was kommt da raus hier? Ln-Betrag, minus Ln-Betrag g plus 1. Sehr gut. Der hier? Minus 1 durch g plus 1. Ja, also schreiben wir g plus 1 hoch minus 1. Ja, das ist lineare Substitution. Das ist ein g, das ist keine 9. So, der nächste. Jawohl, das ist wieder der Ln-Betrag. Und der letzte. Minus Sehr gut. Jawohl, so, das passt. So, das ist jetzt unsere Stammfunktion oder sind alle Stammfunktionen. Wohl wissend, dass wir jetzt noch rücksubstituieren müssen. Das heißt, Sie müssen jetzt für das g das hier schreiben. Und wenn Sie möchten, können Sie die beiden Logarithmen zu einem Bruch zusammenfassen. Also kommt da dann raus ln Betrag g minus 1 durch g plus 1. Und statt des g können Sie dann wieder das hier schreiben, 1 minus x durch 1 plus x. Und im Zähler steht das minus 1 dividiert durch die Wurzel aus. Und da geben Sie jetzt wieder das hier an, 1 minus x durch 1 plus x plus 1. Das sind jetzt diese beiden hier. Ja, und die anderen, die müssen Sie dann einfach so hinschreiben, minus 1 durch Wurzel aus 1 minus x durch 1 plus x, das ist das hier plus 1. Jetzt habe ich das hier noch aufgeschrieben. Vielleicht mache ich da wieder ein paar Minuszeichen mit anderer Farbe. Also dieses Minus hier ist jetzt das Minus hier. Und jetzt kommt als letztes das Minus, das ist dann das hier. Und da kommt dann raus 1 durch Wurzel aus 1 minus x durch 1 plus x minus 1 plus c. Und das hier wären wohl alle Stammfunktionen dieser Funktion, die wir am Anfang hier hatten, von dieser Funktion, wohl wissend, dass wir quadriert haben. Wir müssen jetzt eigentlich noch die Probe machen. Aber das möchte ich mir dann für heute schenken. Das heißt, das wird dann wohl schon stimmen, was daraus kommt. In der Hoffnung, dass es wirklich stimmt. Und was ich Ihnen damit zeigen will, ist, so ein vergleichsweise einfaches Gebilde hat dann am Ende so eine katastrophale Stammfunktion, beziehungsweise eine ohne plus c. Und deswegen, Sie sollen nur sehen, dass Integralrechnung wirklich schwer ist. Das heißt, da kommen dann immer solche oder öfter solche wilden Sachen raus. Und das, was ich hier hingeschrieben habe, das gilt schon als Rosamunde Pilcher. Also das ist schon ein schönes Ergebnis, was das Ganze ja noch schlimmer macht. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?